Das Licht über der Pfalz strahlt auch heute Abend. Herzlich willkommen im Fritz-Walter-Stadion. Es ist heute keine rote, sondern eine weiße Hölle. Sieht fast aus wie das Zentralstadion von Alaska. Die Rasenheizung läuft ganz, ganz unten, denn der FCK spielt morgen bei Hertha BSC. Im Stadion oben in unserer warmen Kammer ist es schon gemütlich bei unseren Gästen und bei Iris Kerber. Und ich will Ihnen gerne verraten, was heute alles zu Ihnen ins Wohnzimmer geschneit kommt. Nach 10 Jahren in der Fremde, jetzt läuft er wieder für seinen FCK. Die Heimkehr des Mario Basler. Vor dem UEFA-Cup-Spiel in Lens. Strenge Sicherheitsvorkehrungen für eine friedliche Begegnung. Neue Rolle für den Torjäger. Jürgen Riesche auf seiner Lieblingsposition links neben der Wiege. In der warmen Stube. Unsere Gäste kommen heute aus Reborn, aus Wallertheim und die E-Jugend des TuS 04 Hohenecken ist auch da. Dankeschön und natürlich auch Iris Kerber für unser OZ-Spiel. Und ich glaube, Toto Lotto hat eine Weihnachtsüberraschung. Ganz genau. Um Ihnen die Zeit bis zu Weihnachten noch etwas zu verkürzen, hat sich Toto Lotto etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar gibt es den Robel Adventskalender von Toto Lotto. Bei dem gilt das gleiche Motto wie auch bei OZ: jeden Tag mitmachen und jeden Tag gewinnen. Also, wir drücken die Daumen, dass das klappt. Etwas hat nicht geklappt. Wir hätten gerne Mario Basler heute hier gehabt, den Mann der Woche hier in Kaiserslautern. Aber der Mario hat gesagt, ich komme erst dann wieder in ein Fernsehstudio, wenn ich wieder topfit bin und in der Mannschaft bin. Dafür haben wir natürlich Verständnis und Respekt. Na, hat sich Treffpunkt-Betze gedacht, dann laden wir doch einen ein, der mindestens genauso viele Ecken und Kanten wie Mario Basler hatte. Und hier ist er. Herzlich willkommen bei Treffpunkt-Betze, Wolfram Wuttke. Wolfram, hast du viele Fans hier in Kaiserslautern? Ja, vielen Dank, danke. Und wie sich das gehört, müssen wir als erstes mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Vor 2 Tagen hattest du Geburtstag und bist wie alt geworden? 31, 32? Schön wär's, ja. 38. 38. Ja. Der alte Wolf wird langsam grau, oder? Ja, ich nehme kein Tönshampoo, bewusst nicht, weil man soll ruhig sehen, wie alt man wird. Wann warst du das letzte Mal hier im Fritz-Walter-Stadion? Vor 14 Tagen oder vor 10 Tagen beim Spiel Lautern gegen Schalke als Kommentator bei Premiere. Ja, und wie gefällt dir das Stadion? Ist toll geworden. Ich war ja ewige Zeit nicht mehr hier, aus Zeitgründen, und ich muss sagen, ist eine tolle Sache geworden hier. Ja. Diese Woche war viel los hier am Betzenberg. Ich sage nur 2 Worte, Mario Basler. Und Treffpunkt Betze hat natürlich das Geschehen der Woche um den Mann der Woche verfolgt. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Ich bin wieder daheim, ne? Zum Glück. Hat mich nur versteckt. Dann hat der 1. FC Kaiserslautern das größte Talent der letzten 20 Jahre hier laufen lassen. Und ich habe ihn gefunden, Mario Basler, und habe ihn zum Nationalspieler gemacht. Und er ist das, was die Leute heute mit Begeisterung sehen. Das hat er mir zu verdanken. Das ist die Wahrheit. Die auf dem Platz sah in der Tat anfangs gar nicht gut aus für Mario. Das Fritz-Walter-Stadion betrat er in seiner ersten Saison vor 11 Jahren eigentlich nur zum Mannschaftsfoto. Danach baselte er so in der zweiten Liga rum. Erst in Essen, dann bei Hertha. Ehe ihn, wie gehört, Otto Rehhagel zu Werder holte. Bayern und die Nationalmannschaft waren logische Folgestationen eines genialen Fußballers, der jetzt beim FCK den Karrierekreis schließen will. Wenn ich 100% fit bin, kann ich die Mannschaft 100% verstärken. Und dann denke ich auch, dass wir mit dem FCK noch viel weiter nach vorne kommen können. Dass auf dem Weg dahin einiges, um nicht zu sagen, er sich selbst dazwischen kommen kann, das haben sie in Lautern schon früh festgestellt. In der Vereinschronik heißt es: fiel bereits damals durch seinen Eigensinn auf und ordnete sich in der Mannschaft nicht unter, weshalb der 1. FCK auf ihn verzichtete.
Ausbrüche auf dem Platz oder abseits davon, das Sonnenkind Mario ward stets verfolgt vom Schattenmann Basler. Moment, Prost. In der Bar von Mario ist jede Nacht die Hölle los. Wenn jemand auch ein bisschen positiv verrückt ist, dann wollen wir ihm das auch belassen. Aber eins muss man sagen, es gibt eben Regeln. Und diese Regeln muss man einhalten. Bei uns braucht sich keiner unterordnen, aber einordnen muss sich eigentlich jeder. Auch Super Mario. Wenn ihn einer vom Zickzack-Kurs zwischen Genie und Wahnsinn abbringen und auf den rechten Weg führen kann, dann ist es sein Ziehvater. Wir haben ihn nicht als Medienmogul eingekauft, sondern als Fußballspieler, dass er für die Mannschaft eventuell seine Möglichkeiten, die er besitzt, ausspielen kann. Was er kann, hat er nicht zuletzt bei den Bayern gezeigt. Dass die in den letzten 3 Jahren zweimal Meister, einmal Pokal und fast noch Champions League-Sieger wurden, das hat auch etwas mit dem Namen Basler zu tun. Auf dessen guten Klang hofft jetzt auch der Kapitän des FCK. Jeder Mensch hat Fehler, mit dem muss man leben. Aber ich glaube, der Mario weiß ganz genau, was er gemacht hat. Er weiß, wo er sich verbessern kann. Aber ich glaube, wichtig ist für uns, sage ich jetzt, also auf dem Platz, im Bereich FCK, also da in Ordnung ist, also mit uns voll mitzieht. Und das ist das Wichtigste. Ich bin wieder da, noch immer ein Star, noch immer ein Held, für kein Geld der Welt. Hab mich nur versteckt. Und eines ist sicher, ich geh nie wieder weg. Und das ist sie, die Nummer 30, das Mario Basler-Trikot. Ab nächste Woche ist es in der Geschäftsstelle des 1. FC Kaiserslautern zu haben. Mario Basler ist ein Typ, der zu Kaiserslautern passt. Ja gut, ich kann die Verpflichtung von Mario, dem Vorstand kann ich nur gratulieren. Ich denke mal, über den Fußballer Mario Basler brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Er ist ein genialer Fußballer. Und ich denke mal, die Kritiken, die jetzt aufgekommen sind, die sind ja privater Art. Es kann ja nicht um den Fußballspieler Mario Basler gehen, weil er ist irgendwo in seiner Genialität kaum zu übertreffen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Sie sollen ihm einfach mal Zeit geben, um auf dem gut jetzt verschneiten, aber dann später, denke ich mal, Grünrasen hier vom Betzenberg seine Leistung wieder so zu zeigen, die er kann. Und was im privaten Bereich ist, denke ich mal, das ist im Grunde genommen seine eigene Sache. Ich kenne das ja von meiner eigenen Person her, dass viele Dinge häufig aufgebauscht werden. Zum Beispiel eine Anekdote mit dem Wurstmarkt in Dürkheim, wo ich ja 5 Jahre auch gelebt habe. Ja, da gab es den Spitznamen Schoppenkönig Wuttke. Ist es ja nur, ja. Ja, ist eine Sache von diesen vielen Dingen, die da in die Welt gesetzt werden. Ich meine Gott, wenn ich abends mit dem Training fertig bin und fahre nach Hause, und das war meine Heimatstadt Dürkheim, und meine Frau sagte, komm, wir laufen mal einmal um den Wurstmarkt rum, ich stelle mich irgendwo hin und trinke einen Schoppen Wein, und der Nächste macht aus dem einen Schoppen 2, und der Nächste sagt, Mensch, der Wodka 3 getrunken, und der Nächste sagt wieder, der war voll gesoffen. Ja, genau. Also irgendwo hat man auch seinen privaten Bereich, und da soll man diese Leute auch irgendwo mal in Ruhe lassen. Also ich finde, viele Sachen werden übertrieben, und wie gesagt, er hat die Zeit jetzt und die Möglichkeit, hier am Betzenberg seine Leistung zu zeigen am grünen Rasen, und da werden die letzten Pfiffe auch, denke ich mal, verstummen. Jetzt wollen wir ein bisschen was wissen über Wolfram Wuttke, und zur Erinnerung für Sie, denn ist ja schon ein bisschen her, 85 bis 89 war Wolfram Wuttke hier am Betzenberg, haben wir ein paar Szenen von ihm zusammengestellt, und da spielt natürlich seine Füße eine große Rolle. Zu Beginn seiner Karriere standen die Füße im Mittelpunkt. Schon mit 17 debütierte Wolfram Wuttke bei Schalke 04 in der Bundesliga. Doch bald machte auch sein loses Mundwerk Schlagzeilen. Jupp Heynckes und Ernst Happel konnten ein Lied davon singen. Sie schickten Wutti auf die Tribüne, ein Fußballgenie im Abseits. 1985 rief der Betzenberg, der FCK lieh den Rebellen vorsichtshalber nur aus, um später seine helle Freude an ihm zu haben. Wolfram Wuttke endlich oben auf. Ob solcher Leistungen hoben sie ihn auf den Fußball-Olymp. Doch wie meinte schon sein damaliger Mannschaftskamerad Andreas Brehme? Er kann viel, das weiß jeder, aber ab und zu muss er mal einen mit dem Hammer bekommen. Denn auch in Kaiserslautern ließ sich Wolfram Wuttke das Wort nicht verbieten. Jeder bekam schon mal sein Fett weg. Scheiße, von dir selber in die Hose! 1989 war dann Schluss mit Betze.
4 Jahre lang hatten sie ihn bejubelt und auch schon mal ausgepfiffen. Espanyol Barcelona und Saarbrücken seine letzten Profistationen. Das war's, beinahe. Fast schon vergessen, Wolfram Wuttke hat gerade mal 4 Länderspiele bestritten. Talentvergeudung nennt man sowas gemeinhin. Das Stichwort war Talentvergeudung. Wenn du die Szenen siehst, vor allen Dingen jetzt hier Adler auf der Brust, es waren 4 Spiele, es hätten gut und gerne 40 und noch mehr werden können. Viele waren sich einig, außer Maradona hat nur einer so gut die Kugel gestreichelt wie du. Siehst du das auch so, mit dem Talent ein bisschen schludrig umgegangen? Ja gut, heute ist es ohnehin müßig, darüber zu reden, wenn und aber. Ich habe zwar nur 4 Länderspiele gemacht, habe aber 4 gute Länderspiele gemacht. Es gibt andere Leute, die haben 50 gemacht, davon 49 schlechte. Also insofern bin ich mit diesen 4... Aber die ganze Sache wiegelt sich ja doch ein bisschen auf oder relativiert sich ja auch, indem ich ja Teilnehmer der Olympiamannschaft 1988 war und mit dieser Mannschaft auch in Seoul die Bronzemedaille errungen habe. Also insofern wiegelt das vielleicht 10 oder 15 Länderspiele wieder auf. Ne? Da war der Andi Brehme auch dabei. Der hatte eben gesagt, ab und zu muss er einen mit dem Hammer bekommen. Also was hat er damit gemeint? Du hast vorhin angesprochen, auch bei Mario Basler. Man kann das Private nicht immer ausklammern. Und der Wolfram Wuttke, das war auch immer eine Reizfigur, auch hier am Betzenberg. Zwischen Genie und Wahnsinn. Ja gut, ich sag mal, muss mal relativieren. Früher, es war eine völlig andere Zeit. Wir sind in einem völlig anderen, kommen jetzt in ein anderes Jahr wieder rein. Und ich denke mal, dass viele Sachen viel, viel anders geworden sind. Wenn man sich hier umschaut am Betzenberg, ich habe das Stadion völlig andere Erinnerung. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen geworden und demnach ist auch der Druck für alle Beteiligten wesentlich größer geworden, als es früher war, auch für die Spieler. Das Einzige, was ich immer wieder anführen muss, ist eine Sache, die Mündigkeit, die jetzt auch von Ciriaco Sforza beschrieben wird, die wollte ich im Prinzip früher auch nur erreichen. Und viele Dinge sind dann auch natürlich falsch an die Presse auch herangetragen worden. Er ist aufmüpfig und eckt immer wieder an. Aber im Grunde genommen wollte ich nur meine Meinung sagen. Und die, denke ich mal, die darf ich auch vertreten irgendwo. Und das hat vielen Leuten möglicherweise nicht gepasst. Meinung sagen ist ein gutes Stichwort. Auch heute noch darf man zu Linienrichtern keine bösen Sachen sagen. Das weiß jetzt auch Herr Lohrand übrigens. Und wir haben natürlich in unserer Teufelsbox nach Wutti Wuttke gefragt. Wuttke war ein genialer Fußballer, seine Einstellung hat irgendwie nicht gestimmt. Hat er dann nie so richtig die Chance gekriegt, sein Können halt da international zu beweisen. Das war im Sommer 88, als die EM in Deutschland war, gab es meiner Meinung nach kein besseren Mittelfeldspieler als der Wolfram Wuttke. Lauffaul, technisch bärenstark, Einsatzwille null. Es gab keinen, der mit dem Außenriss so gute Flanken reingebracht hat. Der hat ja Spiele Wolfram gemacht, Wuttke. So Tore mit Effe, das war einmalig. Ja. Das sind wir heutzutage nur noch in Spanien und Italien. Das ist sehr gute Fußballer. Der Mann mit dem Kugellager im Fußgelenk. Ajo. Als Sportler, als Fußballer sicherlich eine Kanone, der Wuttke. In seinen guten Jahren. Er war irgendwie ein bisschen leichtsinnig, irgendwie sagen, guter Leichtfuß, so wie der Basler. Genie schon, aber sie kennen es irgendwie, kriegen das nicht richtig auf die Rolle irgendwie. Sie können nicht mit leben, mit umgehen. Da war er, der Vergleich mit Mario Basler. Würdest du sagen, ihr seid ähnliche Typen, du und Mario Basler? Ja, du hast ja so mit ihm gekickt auch am Anfang, oder? Ja, man kann uns in gewisser Art und Weise vergleichen. Wir haben zusammen gekickt noch, und zwar ist der Mario damals aus der Jugend rausgekommen hier beim FCK, wo ich zu dem Zeitpunkt unter dem damaligen Trainer Hannes Bongertz ja tätig war. Und ich ihn im Grunde genommen damals schon darauf hingewiesen habe und er es möglicherweise auch nicht richtig erkannt hat, dass der Mario immer ein Riesenfußballer wird. Und damals hat man ihn noch weggeschickt. Und so spielt die Zeit, dass man ihn heute wiederholt. Ne? So geht's, genau. Wie sieht's übrigens aus vor dem Spiel gegen Hertha BSC? Ist der Mario Basler vielleicht gar dabei? Wird er auflaufen? Das alles wollten wir natürlich heute beim Abschlusstraining rausfinden. Kaiserslautern, eigentlich ein Wintermärchen, wären da nicht die bösen Kollegen mit den großen Buchstaben. Kapitel 3192. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Ich habe nichts zu sagen.
Ihr Spielerlein, kommet und sprecht doch mit uns, nichts da. Eisiges Schweigen breitet sich aus wie ein Schneeballsystem. Okay, okay, wir fragen ja gar nicht mehr. Dabei wollen wir doch nur wissen, ob der Mario... Gut, er hat sich heute Morgen verspätet, weil er im Stau stand, wie wir alle eben. Aber wir dürfen ja nun sowieso nicht mit nach Berlin, meine ich. Und der Mario? Ich sag, wenn er spielen kann, dann soll er mitfahren. Wenn nicht, dann ist es wohl besser, dass er hier bleibt und trainiert. Auf dem Platz tollen vorfreudig erregt die Herren Torhüter. Oh, hast du das drauf auf der Kamera, du? Das war ja ein geiles Tor. Immer ein Liedchen auf den Lippen, Marke. Morgen, Kinder, wird's was geben. Schließlich fliegen sie nach Berlin. Berlin, sie fliegen nach Berlin. Ich weiß nur, dass wir heute dahin fahren, um morgen das Spiel zu gewinnen. So ist's recht, so wollen wir's hören. Ach ja, was die Auflösung des vorweihnachtlichen Rätsels betrifft, ein Angestellter namens Basler ward nicht beim Einsteigen besichtigt. Noch also findet es auf dem Platz ohne ihn statt, das Wintermärchen beim FCK. Warten wir es ab. Gleich hat der Mario Basler einen anderen Weg nach Berlin genommen. Was macht Wolfram Wuttke eigentlich heute? Ja, ist eine gute Frage. Zurzeit Privatier, also zurzeit kümmere ich mich ausgiebig und ausschließlich um meine Familie. Ich habe bis vor einem Jahr ein Sportgeschäft geführt mit jemand zusammen. Musste allerdings feststellen, dass es nicht mein Metier ist, weil ich denke mal, wer von der Pike an das Fußballspielen gelernt hat, der muss das auch irgendwo weiterführen und weitergeben später. Ich habe vor 4 oder 5 Jahren meinen A-Schein gemacht, der mich ja berechtigt, bis zur Regionalliga zu trainieren. Und im kommenden April werde ich meinen Fußballlehrer, ich hoffe, mit Erfolg abschließen, dieses Diplom. Und ich habe mir vorgenommen, mit 40, also habe ich noch 2 Jahre Zeit, irgendwo auf einer Trainerbank zu hocken. Und ich denke, dass das der richtige Weg für mich ist. Darüber hinaus habe ich vor 14 Tagen mit dem Präsidiumsmitglied hier vom FCK, mit dem Atze Friedrich, ein Gespräch geführt, dass ich eventuell vielleicht mal irgendeine Rolle oder Sache hier beim FCK bekleiden möchte, weil ich habe 5 Jahre hier gespielt, 5 Jahre hier gelebt. Die Pfälzer stehen mir sehr nah und fühle mich auch sehr, sehr wohl hier immer noch und freue mich immer, wenn ich hierher komme. Und von der Seite aus habe ich mit meiner Frau auch mal abgecheckt, ob sie noch mal bereit wäre, irgendwie einen Wohnungswechsel oder einen Hauswechsel vorzunehmen. Das hat sich ja in 15 Jahren 7 oder 8 Mal so an der Reihe gezogen, dass wir umziehen mussten oder wollten. Und von daher sind im Grunde genommen alle bereit, diesen Schritt eventuell noch mal zu gehen. Aber dafür muss natürlich auch irgendwo eine Funktion oder Stelle beim FCK frei sein. Klar. Aber Wolfram Wuttke und Mario Basler am Betzenberg, das wäre ein dickes Ding, mein lieber Scholli. Da können wir drauf gespannt sein, würden uns natürlich freuen. Der erste FC Kaiserslautern muss nächste Woche nach Lens, UEFA Cup. Und in dieser Woche gab es in Lens schon vorbereitende Gespräche, denn dieses Spiel ist natürlich sehr, sehr heikel. Lens vor 17 Monaten. Während der WM schlagen gewalttätige deutsche Hooligans zu. Der Gendarme Daniel Nivelle wird sich von seinen schweren Kopfverletzungen nicht mehr erholen. Diesen Schock hat die 36.000 Einwohnerstadt im Norden Frankreichs längst überwunden. Doch die Erinnerung an den Anschlag ist noch nicht verblasst. Ganz in der Nähe des Tatorts das Stadion des RC Lens. Es fasst 42.500 Zuschauer, bietet nur Sitzplätze, nicht alle überdacht. Aus Kaiserslautern werden hier nächste Woche 1.600 Fans erwartet. In den Katakomben der Arena am vergangenen Dienstag. Konferenz zur Vorbereitung des UEFA-Cup-Spiels. Anwesend Vertreter der Vereine, Sicherheitsexperten und Polizei aus beiden Städten. Im Mittelpunkt des Treffens stehen Fragen der Sicherheit. Natürlich spielt der Angriff auf Nivelle auch hier eine Rolle. Doch für den verantwortlichen Beamten ist das Spiel gegen den FCK keine besondere Angelegenheit. In den Köpfen aller ist eine schlechte Erinnerung. Aber die Menschen hier haben nie angenommen, dass alle deutschen Anhänger gewalttätig waren. Also, die Fans werden freundlich empfangen. Und wie immer wird die Polizei ihre ganz normale Arbeit tun. Wie immer heißt in Lens, die Gäste werden vor dem Spiel mit Hilfe dieser Gitter in 20er-Gruppen aufgeteilt. Im Stadion verboten sind unter anderem Wurfgeschosse, Rucksäcke, Flaschen und Gläser, selbst aus Plastik. Nur Fahnen mit flexibler Stange sind erlaubt. Die 20er-Gruppen werden nach und nach durch diesen Tunnel ins Stadion geschleust. Diese Maßnahmen gehören hier zu den Sicherheitsstandards für auswärtige Fans und stellen nicht etwa eine Schikane dar.
Ich gehe davon aus, wie unsere Fans in den letzten Spielen auswärts aufgetreten sind, dass sie sich auch hier wie Fans benehmen. Und auf der anderen Seite, ich meine, sie repräsentieren halt den Verein. Und wenn sich die Fans schlecht beleben, kommt es irgendwann auf den Verein zurück. Die Fans von Lens sollen zu den besten Frankreichs gehören. Lebhaft im Stadion, außerhalb aber friedlich. Wie es aussieht, wird das Spiel nächste Woche in Lens trotz allem eine ganz normale deutsch-französische Sportbegegnung. Das wollen wir hoffen, dass es eine ganz normale Begegnung wird. RC Lens. Wolfram, wie schätzt du die Franzosen ein? Ist es zu packen für den FCK? Ja, mir im Grunde genommen unbekannt, aber ich denke, dass der FCK die Begeisterung aus den letzten Spielen mitnehmen wird und ich glaube schon, dass man da eine Runde weiterkommen dürfte. Einer wird natürlich ganz besonders hoffen, dass er vielleicht gegen Lens eine Chance bekommt, und zwar ist das der gute Jürgen Rische. Es geht ihm aber trotzdem derzeit sehr, sehr gut, denn er hat jede Menge zu tun im Moment. Das hat allerdings weniger mit Fußball zu tun. Weiß Schnee. Wir haben eine Meise. Wir treffen Jürgen Rische bei Schnee und Kälte auf dem Golfplatz. Er lässt sich davon nicht abschrecken. Das sei kein Grund, uns abzusagen. Seit 4 Jahren zieht es den 30-Jährigen hierhin. Zum Ausgleich, wie er sagt. Für ihn ist Golf kein langweiliges Spiel. Und für uns auch nicht, denn seine Kommentare sind sehr unterhaltsam. Das Wichtigste ist, dass der Ball nach vorne geht. Wenn der nicht im Loch wird. Mach ja noch Sinn. So stark heute. Bei dem Talent hat Jürgen Rische doch sicher mal darüber nachgedacht, die Branche zu wechseln. Mein ganzes Leben habe ich Fußball gespielt. Ich war auf der Sportschule in der DDR damals. Es ging ja damals schon mit 12 los, dass ich von zu Hause weg bin. Und das wurde eigentlich, der ganze Weg war so ein bisschen vorgezeichnet schon damals. Und jetzt könnte ich mir eigentlich im Prinzip nichts anderes vorstellen. Sein Sohn kommt ganz sicher noch nicht ins Fußballinternat. Cedric ist gerade mal 9 Tage alt. Janka Rische rätselt, wem ihr Nachwuchs denn nun ähnlich sieht. Zurzeit hat Jürgen wenig Gelegenheit, sein Talent auf dem Fußballplatz zu zeigen. Dafür kann er jetzt erst mal seine Vaterrolle üben. Wir müssen den mal rund. Oh ja, ganz fürsorglich ist er. Also am zweiten Tag hat er ihn schon angezogen und ausgezogen. Also wunderbar. Windeln kein Problem. In Kaiserslautern ist Cedric geboren. Ein echter Pfälzer. Sicherlich wäre es nicht schlecht gewesen, wenn es auch in Leipzig oder in Sachse gewesen. Hätte genau zu uns gepasst. Gut, jetzt ist er Pfälzer geworden. Aber bis nach Leipzig hätten wir nicht mehr ganz geschafft. Sicherlich wäre ein bisschen eng geworden. Französisches Flair in Kaiserslautern, das gefällt den Risches. Das Essen, der Wein, die Gemütlichkeit. Ein Laden wie dieser ist für das Paar eine nette Abwechslung. Aber ihre Wurzeln haben sie noch in Leipzig. So oft wie möglich besuchen sie dort Familie und Freunde. Und sie erzählen gerne, wie sie sich kennengelernt haben. Fast im Sandkasten. Nee, so lange ist es doch nicht her. Aber ist schon eine ganz schöne Weile her. Wie damals, also ich war auf der Sportschule, bin in ein Internat gekommen. Das Internat war in einem relativ großen Wohngebiet und sie hat nebenan gewohnt. Und da hat es Blitz gemacht. Auch wenn die sportliche Zukunft von Jürgen Rische ungewiss ist, jetzt freut sich das Paar erstmal auf das erste Weihnachten zu dritt. Cedric ist zwar kein sächsischer Name, aber ein angelsächsischer auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch der Familie Rische zum Nachwuchs. Vielleicht können Sie sich auch bald herzlichen Glückwunsch sagen, wenn Sie bei OZ gewinnen, denn da können Sie richtig Kohle machen. OZ. So wird Sport noch spannender. Gewinnen mit festen Quoten. Ab 5 Mark sind Sie dabei. OZ. In jeder Toto-Lotto-Verkaufsstelle. 3 Kreuzchen auf dem Tippschein reichen. Täglich wetten, täglich gewinnen. OZ, die Sportwette. Und wir spielen unser OZ-Spiel und haben einen neuen Gast am Tisch, Karl Otto Dornbusch. Herzlich willkommen vom FSV Reborn. Wo ist denn der Schiffsturm? Deine Fans dabei. Herr Dornbusch. Wo liegt denn Reborn? Reborn in der Nordpfalz, am Plan, in der Nähe von Meißenheim, ist nah bei einem Anbaugebiet.
Gut, also gar nicht so arg weit weg vom Betzenberg. Oh, nein, 50 Kilometer. FSV 50. Steht nämlich an für Fußballsportverein. Was treiben Sie sonst noch? Nur Fußball? Wir machen nicht nur Fußball. Das F könnte auch für Fasnacht stehen. Oh. Wir machen nämlich auch Fasnacht. Die Kampagne läuft jetzt an. Ende Februar ist unsere Sitzung. Ja, also können wir fast eine Halle mal spielen können, wenn Sie jetzt eingelaufen sind. Hätte gut. Auch seine ja, gut, also Wolfram Wuttke und Sie spielen gemeinsam das OZ-Spiel. Und welche drei Begegnungen heute auf dem Plan stehen, weiß Iris Kerbe. Wir haben erstmal Hertha BSC Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern, Bayern München gegen SC Freiburg und den FSV Mainz 05 gegen Greuther Fürth. Zweimal erste, einmal zweite Fußball-Bundesliga. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Toto Lotto hat den beiden jeweils 50 Mark Wetteinsatz gegeben. Und je nachdem, wie sie eben tippen, könnte es eine Menge Geld in die Schatulle des FSV geben. Es sei denn, alle drei Tipps stimmen. Wir kommen zu unserer ersten Begegnung. Auf die sind wir natürlich besonders gespannt. Iris. Der FCK kommt aus den positiven Schlagzeilen gar nicht mehr raus. Drei Siege in Folge, Vertragsverlängerung von Trainer Otto Rehhagel und die Verpflichtung von Mario Basler, das sind doch wirklich gute Voraussetzungen, um die Erfolgsserie in Berlin fortzusetzen. Wir würden das mit einer Quote von 2,55 belohnen. Wolfram, was tippst du? 2. Eine 2, da schlägt das FCK-Herz doch noch ganz laut. Bei Ihnen, Herr Dornbusch? Die 0, da wäre ich zufrieden. Die 0. Na, solange Sie nicht die 1 sagen, ist jetzt alles okay hier. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten Begegnung. Bayern gegen Freiburg. Iris. Bei diesem Spiel muss man sich zwischen Gefühl und Verstand entscheiden. Tippt man einen Sieg der hochfavorisierten Bayern, gibt es leider nur die niedrige Quote von 1,2. Ich rate Ihnen, geben Sie doch mal Ihrem Herz einen Stoß und vertrauen Sie dem SC Freiburg. Für eine Quote mit einer Quote von 4,0 für ein Unentschieden und der Quote von 6,0 für einen Auswärtssieg kann man doch ganz schön abräumen. Bayern oder die Freiburger? Trotz niedriger Quote muss ich trotzdem 1 sagen. Eine 1. Ebenso eine 1. Auch eine 1. Also da hat der Verstand diesmal gesiegt und wir gehen in die zweite Fußball-Bundesliga. Mainz gegen Greuther Fürth. Iris hat die Fakten. Die Mainzer wollen endlich mal raus aus dem grauen Mittelmaß. Deswegen ist ein Heimsieg gegen Fürth fast schon Pflicht. Und bei OZ gibt es mit einer Quote von 1,9 auch noch ganz schön was zu gewinnen. Gut, also zweite Bundesliga, kennst du dich auch aus? Ein bisschen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne mich gut aus. Gut, aber trotzdem reicht für einen Tipp. Eine 2. Eine 2? Eine 1. Eine 1, also für die Rheinland-Pfälzer. Gut. Damit haben wir alle Tipps zusammen und schauen uns das Ganze mal auf der Grafik an. So sieht's aus im Überblick. Hätte Karl-Otto Dornbusch recht, wären es 313,50 Mark. Hätte Wolfram Wuttke recht, wären es 413,10 Mark für die Vereinsschatulle des FSV. Wir kommen nun gleich zu unserem Betzi-Spiel und ich darf den Wolfram Wuttke schon mal bitten, in Fängerposition zu gehen, 3 Meter nach links. Und Ihnen kann ich sagen, wenn Sie hier dabei sein wollen, ist das kein Problem. Schicken Sie eine Postkarte und sagen, Sie wollen gerne hier mal Studiogast sein. Vielleicht klappt es ja. Wer nächste Woche hier auf diesem Platz sitzt, das erfahren Sie in unserer Sendung Flutlicht am Sonntagabend. Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Informationen über den rheinland-pfälzischen Sport. Wir kommen zum Betzi-Spiel, also für jeden gefangenen Teufel. Von Wolfram Wuttke gibt es 100 Mark in die Vereinsschatulle. Ich würde sagen, an die Teufel ran und Countdown ab. Herr Wahnsinn. Langsam. Die Frisur. Den habe ich gehabt, ne? Ja. Den auch gerade. Ja. Ja, genau. Komm gut. So, stopp, 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 stopp. Ja, gut, 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 gut. Stopp, 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 nein, nein. Herr Dornbusch, Sie kommen okay. Zu mir. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Also, Herr Dornbusch, 1, Moment, Moment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ist okay. Moment, Moment.